Eine Aufstiegsreise durch die Hauptstadt. Der erste FC Union Berlin feiert weiter. Mit einem Schiff, passenderweise mit dem Namen Victoria, fahren die Eisernen von Friedrichshain ins heimische Köpenick, begleitet von bis zu 50 Beibooten. Eine Stadt feiert seinen Aufsteiger. Ja, Hammer, das war super, ey. Ich kann gar nichts mehr sehen, das ist klasse. Total, Schnorke! Nicht so natürlich für die Unioner, dass man in der ersten Liga spielt. Und deshalb ist es alles ein bisschen intensiver. Und deshalb ist Thorsten auch so ein bisschen durcheinander heute. Aber es ist natürlich unglaublich, was heute hier abgeht. Es folgt der obligatorische Eintrag ins Goldene Buch. Und die eiserne Party geht weiter, auch im Rathaus. Endstation Alte Försterei, da wo der frisch gebackene Erstligist zu Hause ist und seine Premierensaison im Oberhaus spielen wird. Ja, du kannst mir glauben, diesen Druck, den man hatte, aufzusteigen und es immer wieder möglich war, aufzusteigen und es dann geschafft hat, das ist Wahnsinn. Dann ist natürlich ist ein Ziegelstein von der Schulter gefallen. Ja. War, Tusche? Ja, ist so. Da hat der Karim recht. Berlin huldigt seinem zweiten Bundesligisten. Neben der Hertha ist ab der kommenden Saison auch Union erstklassig. 20.000 Fans feiern ihre Eisernen. Ihr einmal im Stadion war, ja, und infiziert wurde von diesem, also es gibt nichts anderes, ja. Es ist Enfield-Stimmung hier in der Alten Försterei. Kommt alle her, guckt euch das an. Alle müssen sich vor uns fürchten, vor unserer Stimmung. Wir sind der 12. Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Zieht euch warm an, erste Liga, wir sind dabei. Endlich! Nach 10 Jahren mal wieder ein Aufstieg. Das ist nach wie vor unglaublich. Also begreifen kann man das nicht. Bedeuten, total genial. Also was soll das? Ja, herrlich. Aber ich brauche noch eine Weile, um das wirklich zu verstehen und zu begreifen und zu realisieren. Dass erst wenn der FC Bayern kommt, dann habe ich es realisiert. Ich habe den Pokalfinale 2000 damals erlebt und jetzt nochmal den Aufstieg. Mehr werde ich nicht mehr im Leben. Ein denkwürdiger Tag. Der erste FC Union Berlin und der erste Aufstieg in die Bundesliga der Vereinsgeschichte. In Sachen Feierlaune spielt das Team aus Berlin-Köpenick schon Königsklasse.